Die Freiheitlichen haben heute Bilanz ihres politischen Jahres gezogen. 31 Anträge reichte die Partei im Landtag ein, sowie 216 Anfragen. In der Corona-Politik sahen und sehen sie sich als Kontrollorgan, erklären die Abgeordneten Uli Mayer und Andreas Leiter-Reber. Für das kommende Jahr liegen die Schwerpunkte auf Autonomie und Eigenständigkeit, Sicherheit und Einwanderung und einem umsetzbaren Klimaschutz. Und man will den anderen Politikern auf die Finger schauen. Derzeit ist das Jasmin Ladurner, die auch und vor allem von Andreas Leiter-Reber scharf kritisiert wird. Es geht um ihre Spesenabrechnung für 2019. 11.000 Euro, eine Rechnung, die aber offenbar nicht aufgeht. Jasmin Ladurner im Rampenlicht. Es sind aber Negativschlagzeilen. Ihr wird vorgeworfen, Fahrtkosten falsch abgerechnet zu haben. Denn auch Fahrten, bei denen sie nicht selbst am Steuer saß, sondern nur Beifahrerin war, scheinen in der Rechnung auf. Der Obmann der Freiheitlichen, Andreas Leiter-Reber, ist empört. Wir müssen ganz genau angeben, welche Fahrten wir machen und auch eine eidesstattliche Erklärung dafür geben, für was wir Kosten abrechnen. Es gibt viele Abgeordnete, die überhaupt keine Kosten abrechnen, andere nur bestimmte Sitzungen. Und Jasmin Ladurner gehört natürlich zu denen, die immer sehr viel abgerechnet haben. Das will ich auch nicht beurteilen. Aber es kann nicht sein, dass man Fahrten abrechnet und den Steuerzahler sozusagen für sich zahlen macht, obwohl man gar nicht gefahren ist. Vor die Kamera wollte die SVP-Abgeordnete heute nicht treten. In einer schriftlichen Stellungnahme räumte Ladurner aber die Fehler bei der Fahrtkostenabrechnung ein. Ladurner wörtlich: Es waren Flüchtigkeitsfehler, die ich sehr bedauere. Die strittigen Beträge habe sie bereits zurückgezahlt, beziehungsweise werde sie noch zurückzahlen. Das will Andreas Leiter-Reber so nicht gelten lassen. Dass man also jetzt, 2 Jahre später, nachdem die Medien darauf aufmerksam geworden sind, sagt, ich habe da 4-mal falsch abgerechnet, ich zahle das Geld zurück und alles ist gut. Also man greift in den Marmeladetopf, bedrückt und stiehlt aus der Landeskasse. Und wenn man dann erst, wenn man erwischt wird, sagt man, ich entschuldige mich und bezahle das. Ich glaube, das ist kein jugendlicher Leichtsinn und das ist kein Kavaliersdelikt, das ist Betrug. Er fordert den Rücktritt von Jasmin Ladurner.